Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Mein erster Tag in der Tanzschule und dann auch noch ein Auftritt. Ich denke, ich werde viel Geld gewinnen. Ich meine. Easy. Lass mich raus! Easy? Ronja, lass mich raus! Ich kann Ronja, nicht lass raus. mich raus! Easy. Wenn du raus Nein. willst, warum hast du Ich dich hier kann nicht angemeldet? tanzen. Ich kann Kannst du nicht nicht tanzen? tanzen. Nein, nein, nein! Das ist eine Lüge. Du kannst bestimmt richtig gut tanzen. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Oh Bist du Gott. schon bereit für deinen großen Auftritt, ja? Ich bin bereit für meinen Auftritt. Bereit. Bereit. Ich weiß nicht, ich habe noch nie getanzt. Das ist so peinlich. Ich kann das nicht. Mal gucken. Ah, guck mal, die anderen können das Bist du bestimmt denn auch nicht. bereit? Wollen wir. Oh, warte, wir sollen jemanden bewerten. Ich habe dich nicht gesehen, Anna Jorge. Ich gebe dir dreien. Das ist das Mittelfeld. Ich halte mich raus. Du hältst dich raus. Ich glaube, dann geht das Feld aber nicht weg. Okay, dann gebe ich ihr alles Einsen. Alles Eins ist eins. gut, oder? Ich bin nicht sicher, ob eins gut ist oder fünf gut ist, deswegen habe ich drei gegeben. Weil wenn es Punkte sind, dann ist fünf gut, aber wenn es Noten sind, ist eins gut. Ja, Deswegen. stimmt. Ich glaube, bei Roblox ist es meist mit einem Punktesystem, deswegen Glaub auch. glaube ich Aber fünf. dein Rock ist mega hübsch, der sieht richtig flauschig aus. Deiner auch. Will Oh, mal ins danke. Theater hochgehen und gucken, was Ja, lass mal Lena gucken. Bunny Girl da so treibt. Mein Gott, ihr Rock ist auch voll hübsch. Die teuren Röcke sind immer voll hübsch. Das habe ich nicht. Ah, hier geht's rein? Ja. Okay, Ah. da oben ist schon jemand am Werkeln. Oh, guck Ui, mal, das oh, sieht ja cool, da hübsch mache ich aus. Sprünge. Siehst du dich da auch? Hä, nicht schlecht. Nein. Oh, easy, ich bin gleich dran. Nach Lena Oh Bunny Girl bin ich Gott, es geht dran. los. Ja, nice. Okay, ich gebe Lena Bunny Girl 4. Weil ich glaube, die Performance war nicht schlecht, aber man muss immer ein bisschen Platz nach oben lassen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, was jetzt gut ist. Also. Ich habe nicht. Aber ich denke, wir kriegen das raus. Stimmen werden gezählt. Ich denke, Lena, Alright. guck mal, die hat 66 Punkte. Das ist echt viel. Also geht's nach Punkten. Es geht nach Punkten, es geht nach Punkten. Okay, Okay, bin cool. bereit, Ich ich habe bin jetzt auch eine bereit. weiße Schleife, ich habe nichts Ich anderes bin richtig gefunden. aufgeregt, ich bin hinter dem Vorhang hier. Oh mein Gott, du Oh, bist es geht schon auf die vorne? Sicht. Ja. Okay, ich bin bereit. Warte mal. Ron, ja! Normaler. Ron, ja! Ich Ron, bin. ja! Ah, ich kann nur rumhüpfen, ich habe nichts. Man hat doch normalerweise seine Tastatur mit Moves. Das weiß ich. Im Tanzunterricht war es auch immer so. Easy, wie peinlich. Du bist super, mach weiter so. Ich komme wieder auf die Bühne. Ich hüpfe wieder. Oh nein. Ich habe Lampenfieber, Easy. Ich kann es nicht Kann man anders die nicht sagen. irgendwie kriegen? Das ist ja voll nervig. Ich weiß es nicht. Also im Tutorial hatte ich die. Okay, warte, ich habe die volle Punktzahl gegeben. Kommt Ja. schon, seid nett, Leute, seid Seid nett. fair. You don't tell me what to do, sagt Blueberry Muffin. Die gibt mir keine vollen Punkte, Oh die gibt mir nein! eins. Ich schicke ihr ein weinendes Smiley. Ich wollte ihr so gerne sagen, was sie tun soll. Wieso macht sie das denn Ich nicht? weiß es nicht. Oh Gott, wer ist als nächstes dran? Als nächstes ist dran Werle 79. Ah, sehr Du, gut, die ja. hat bestimmt ihre Moves. Die Ich sieht glaube, die haben aus wie alle, die jemand. sind alle Profi. Nein, guck, die hat Moves. Die hat. Warum habe ich keine Moves? Ich hab die Moves. Ich habe Yeah. 0 Punkte. Warte, nee, das macht keinen Sinn. Das sind Wins. Also Lena Bunny Girl hat schon 66 Mal gewonnen. Das ist ja Madness. Oh, die macht ja auch voll coole Sachen gerade Ja, hier. das sind die normalen Moves. Das kann man eigentlich machen. Ich habe extra das Tutorial gespielt. Ich kenne mich gut aus in dem Spiel. Oh Dachte ich. nein! Ich trete auf und ich Easy, du bist hab dran. meine Moves! Du hast Wo deine geht's? Moves. Okay. Geht's auf? Machst Warte. du? Muss ich drücken? Ich weiß, ich Du kann sie nicht kannst das. benutzen. Du musst Muss ich sie oben drücken? erst ein kleines Bild auswählen und dann die Tasten drücken. Okay, ich drück die Tasten. Ich empfehle dir die Hip-Hop-Breakdance-Kategorie. Das sind die Überschläge. Hä, ich kann nichts tun, Ronja! Ich habe keine Moves! Ich habe keine Moves! Und eins! Und zwei! Und drei! Ich Hä, was dachte ist erst, das? du hast Moves, weil du angefangen hast zu zählen, aber dann. Nein, die werden mir angezeigt, aber Thema Freestyle, wo muss ich jetzt was auswählen? Du drückst aber erst auf so ein kleines Bild, auf so diese Symbole, wie zum Beispiel Ja. Ballerina oder irgendwas. Und dann drückst du auf den Buchstaben mit dem. Ne? Oh mein Gott, es geht los Oh, und es geht okay. los und ich hab Moves, ich muss die Buchstaben drücken. Yeah! Und Voll der! gut. Ich find's Zap, da, schön, da, dass du als da. Ballerina die ganzen Zap. Und Break-Dance-Moves das machst. und
das und yeah und ja, okay. So haben wir jetzt gestanden. Okay, und okay, jetzt geht's und weiter in der Luft und boom, yeah und boom. Oho, ich kann auf den Händen stehen. Oh yeah. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, Ronja. Also ich gebe dir 5 Punkte, das kannst du dir sicher sein. Okay. Ah, wir gehen in die Ballerina-Richtung. Ja, ich dachte Freestyle. Kann man mal was anderes ausprobieren. Und jetzt mache ich hier irgend so ein Disco-Kram so. Keine Ahnung, was es wird. Ich weiß nicht, mein Arm, Arm ist... Alles klar, okay. Warte, pass auf, es kommt noch mehr. Oh, das war gut. Alter, das ist ein guter Move. Und zurück. Es ist, als wenn ich Eis laufe. Ja. Voll nice. Ich glaube, das mache ich jetzt immer so. Einfach nur im Kreis drehen. Also da gibt jeder dir volle Punkte. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Ich hoffe, du hast deine Leistung. Also ganz ehrlich, die Leute hätten mir wenigstens 5 Punkte für mein schönes Gratis-Outfit geben können. Finde ich ja frech. Oh, es geht los, guck mal. Das ist die letzte. Oh, die macht das bestimmt schön mit dem Schirm. Oh, guck mal, die hat sogar so Glitzer. Aber die macht dir voll nach, siehst du das? Ja, Nachmacherin. Nachmacher. Wieso kannst du dir nichts Eigenes ausdenken? Nur weil du den Schirm hast, denkst du, du bist was Besseres, ha? Entschuldigung. Das ist bestimmt. Nein, das sieht echt gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Gerade mit dem Schirm, das ist mega schön. Ich denke aber, sie wird einfach durch diese Sternchen, die ihr folgen, nochmal sehr geboostet. Also das gibt dir... Ich denke auch. Das gibt dir einen unfairen Vorteil. Nicht jeder hat Robux, die er für Sternchen rausblowen kann. Man sollte mal zu zweit auftreten können, so. Man kann zu zweit auftreten, glaube ich. Nur aber am Anfang anmelden. Ha. Wir waren nicht rechtzeitig in der Tanzschule. Wir waren zu spät, Daisy. Nein, wir sind immer zu spät in der Schule. Ich meine, wir waren rechtzeitig für unseren Auftritt, aber dann hatten manche von uns vielleicht einfach keine Moves. Und saß ich traurig auf der Bühne und dann versucht zu hüpfen. Okay, Lena, einwandfreies Kostüm. Das war nicht Lena, Shining Star. Achso, Shining Star. Kreativität 1, das war geklaut von Easy. Aber Kostüm und Choreografie gibt eine 5. Sehr gut. Das hast du nicht wirklich gemacht, oder? Doch. Nein. Ich habe mir aber bei anderen beiden 5 gegeben, deswegen ist die Quote ganz okay. Ausgleichen die Gerechtigkeit. Ausgleichen die Gerechtigkeit, genau. Ja, richtig. So. Oh, wer hat jetzt gewonnen? Wir 3. Nee, wir 2. Wir haben beide gewonnen? Wir haben beide gewonnen, aber Shining Star hat gleich viele Punkte wie wir und ist auf dem 2. Platz unfairerweise. Oh mein Gott, wir haben beide gewonnen! Wir sind so gut. Wir müssen nicht mal pünktlich kommen. Wir brauchen nicht mal die Moves. Oh mein Gott, als ob. Wir haben nicht mal getan. Das ist einfach. Als ob die wirklich irgendjemand hat bestimmt gehört. Ja. So, ich mega auch nice. Mal. Thank you. Als ob. Okay, Ronja, was machen wir hier? Wie peinlich. So, richtig unangenehm. Hast du schon mal getanzt? So, ich meine jetzt so allgemein, im echten Leben? Ja, aber nur Hip-Hop. So. Ach so. Halt. Echt? Ja. Kannst du dich auch so auf deinen Händen drehen und auf deinem Kopf und sowas? Nein, nicht Breakdance. Halt so quasi wie die Leute in Musikvideos tanzen. Das habe ich gemacht. Wir hatten so Auftritte. Echt jetzt? Ah. Ja, aber cool. Es war nicht so schön. Also, der Tanz oder allgemein? Es ging, ich glaube, es war nicht so schlecht. Dann wusstest du wieder nicht, wo die Tasten sind. doch, ich konnte meinen Teil schon. Das Problem war nur, irgendwann waren in der Gruppe, also wir waren alle so 16, würde ich sagen. Und ja, sie ist irgendwie sehr auffällig. Ja. Oh, ja, sie ist irgendwie sehr groß, ne? Sie hat sehr lange Beine. Vielleicht ist es gut für eine Tänzerin. Vielleicht. Nee, aber mein Problem war, dass dann irgendwann so 13-, 12-Jährige in die Gruppe gekommen sind. Und dann war das ein bisschen konfus, weil das einfach nicht mehr gepasst hat, so vom Gesamtbild. Welche Reihe bist du in der Schlange? Ich bin noch gar kein... Sie sind Erster von 7, sie sind oh nein. Erster, easy. Das oh ja mein nicht. Gott. Wir klauen wieder alle von dir. Oh no! Wie viele bist du? Ich bin Dritte. Dritte, oh perfekt, okay. Gut. Okay, Freestyle. Freestyle. Ja, das ist jetzt okay. Ad 98 sitzt natürlich ganz in der ersten Reihe, um hier von dir zu klauen. Mal wieder. Man kennt's. Oho, starker Anfang. Dankeschön, yeah. Oha, aha. Okay, ich schwenke jetzt um. Okay. Und da. Ich muss mich mal drehen, wo ist die Drehtaste? Ich weiß es nicht. Okay, warte. Gehst du wieder für deinen Eisläufer? Oh, das war gut.
Hä, hey, ich verstehe das nicht. Ich habe die ganzen guten Tasten verloren, Ronja. Die sind da gut. Sind sie! Yeah! Da sind die guten Moves! Und eben hast du noch so dem Publikum gewunken. Das war sehr schön. Richtig. Wenn ich klatschen könnte, würde ich es machen. Warte, jetzt mache ich hier noch ein paar coole Moves. Oh, so. Okay. Zack. Boom. Yeah! Okay. Und jetzt das. Okay. Warte, ihr seht nur meine Rückseite. Ja, aber auch mal was anderes. ist jetzt nicht schlecht per se. Warte, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja, es ist ein bisschen viel Zeit. Oh. Das ist ja unerwartet. Es ist viel Zeit, setzt sich unter Druck bei so einem Auftritt. Man muss voll lange tanzen, das ist krass. Ja, wenn ich jetzt wieder keine Tasten habe, wenn ich dran komme, ne, dann verlasse ich hier aber die Tanzschule und fordere mein Eintrittsgeld zurück. 3, 2 und boom! So, das sind 5 Punkte von allen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dir keine 5 Punkte gibt. Ich glaube, du hast recht. Das war es mindestens wert. Und der Dude hier hat einen Zauberstab, das sieht voll cool aus. Guck mal. Wo? Hier neben uns. Oh ja, aber er hat sonst nichts. Er hat nur diesen Zauberstab. Aber er hat einen Zauberstab. Vielleicht verwandelt er sich noch in Kaninchen oder so, wenn er auf der Bühne ist. Wirklich? Kriegst du eigentlich Preisgeld, wenn du gewinnst? Warte, haben wir Preisgeld gekriegt? Wir haben doch gewonnen. Ich habe 105. Ja, stimmt. Wir hätten eigentlich was kriegen müssen. Nee, du hast nur als Einzige gewonnen. Wir hatten gleich viele Punkte. Wir waren beide auf 1, aber du kriegst Geld. Oh, guck mal, die hat einen Alles klar. Wie hat sie das denn gemacht? Das wüsste ich auch gern. Warte mal, ich guck mal, ob ich mir im Shop noch was holen kann, was meinen Auftritt verbessert, ja? Wie zum Beispiel ein weiteres Gratis-Menü. natürlich nicht. So, was als ob man sich wirklich ein Riesenrad kaufen kann. Doch, das geht bestimmt alles. Was? Was gibt's denn hier? Ausgewaschene Wasserfarbe rot. Wie stehst du dazu? Denkst du, das ist was Schönes? Klingt jetzt irgendwie nicht so. Also. Okay. Ist mir egal. Dann nehme ich es halt nicht. Dann gucken wir halt nach anderen Dingen. Ich habe nicht wirklich zugeguckt, ich gebe mir mal 4. Ich glaube, das war eine gute Performance. Aber ich denke auch, das war schon nice. Ich bin nervös, wenn ich jetzt keine Tasten habe, ihr sie, ne? Dann oh nein. Hier. Aber du kannst trotzdem gewinnen, Ronja! Ich kann trotzdem gewinnen. Ich lasse mich nicht zurückhalten. Ich mache Rampelmänner for Days. Bereit machen. Noch sind keine Tasten da, aber ich mache mich bereit. Wurdest du teleportiert? Ja. Warte, ich kann dich, glaube ich, sehen. Okay, ich bin bereit. Krieg ich Tasten? Bitte krieg ich Tasten. Du hast keine Tasten. Wo sind meine Tasten? Oh Gott, ist das frustrierend. Das ist eine unangenehme Sache. Das ist auch peinlich für mich. Ein weiterer Auftritt, den ich performen kann. Den ich empfehle es im Kreis. Und ich hoffe, dass es keiner merkt. So, liebe Freunde. Wird bestimmt niemand behaupten. Warte, ich hüpfe mit dir. Hinter mir. Wir hüpfen alle. Oh, guck mal, er hüpft auch. Mit. Ja, wir hüpfen alle. Er ist ein guter Freund. Oh, die sind alle voll nett. Ich glaube, die merken, dass du das Gut, nicht machst. Ich muss aber auch nicht so lange tanzen. Ich habe nicht so eine ewige Tanzdauer wie du. Siehst du das? Ja, verrückt. Weil ich gar nicht warum. Keine Moves habe. Da haben sie gesagt, okay, wir haben eine Bahn mit dir. Oh, jetzt kommt schon die Wertung. Ah, nee. Nee. Ich glaube, jetzt kommen noch ein paar andere Leute. Ah, okay. Aber wir gewinnen ohnehin wir wieder. Wir gewinnen ohnehin. Ich denke, das war ein erfolgreicher Tag in der Tanzschule. Besuchen Sie uns gerne wieder, wenn wir es nochmal versuchen. Dankeschön an Easy fürs Mittanzen, damit ich mich nicht alleine bleibe. Ja, war gar nicht so schlimm für mich. Das freut mich. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Mitleid habt, gebt mir einen Daumen aus Mitleid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Guckt bei Easys Kanal vorbei. Link in der Beschreibung. Macht's gut, ciao.